Willkommen meine Freunde von Fettspielen zu einem neuen Let's Play hier mit Rising Cities. Das letzte Mal habe ich ja etwas verwirrt geendet, aber jetzt soll alles besser werden. Ich habe mich ein wenig informiert über das Game, wie alles funktioniert und es ist einfach so, man muss es öfter spielen. Es funktioniert nicht einloggen und dann immer nur kurz was abarbeiten, sondern man muss dauernd am Ball bleiben, was eigentlich, wenn man viel spielt, schön ist, wenn man wenig spielt, nicht so gut ist. Aber ich habe jetzt für euch mal nebenbei ein bisschen gezockt, damit jetzt auch mal was passiert in diesem Let's Play. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an mit erstmal den Anfragen von Freunden hier. Wir haben eine Anfrage von Marcello XX, die nehmen wir natürlich an. Danke, danke. Dann haben wir noch eine von Chris. Und eine von Sebastian. Danke, danke. Dann haben wir Nachrichten. Oh, oh, oh. Gestern. Hier, Hallihallo. Ja, okay. Danke für die schönen Grüße. Ich werde dir nachher auch mal zurückschreiben. Hallo Tim, ich gucke deine Videos. Ja, ich gucke deine Videos. Fast richtig geschrieben, egal. Hauptsache, du guckst die Videos und hinterlässt mir ein Abo. Das ist das Wichtigste. Danke dir. So, jetzt gehen wir mal ins Spiel rein. Sammeln natürlich erstmal unsere Münzen ein hier. Münzen und Erfahrung ist immer gut. So, schön hier. Ah, ah, ah. So. So, da kriegen wir auch ein paar Produktionspunkte. Das funktioniert nämlich auch so. Ist wesentlich einfacher. So, schön die Produktionspunkte. Das ist nämlich ganz wichtig. So, jetzt haben wir eine Quest erledigt. Belohnung abholen. Jawohl, wir haben die Maloche angesiedelt. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Belohnung abholen. Kann ich hier eine wählen? Ich nehme die, wenn ich das wählen darf. Ah, ich kriege beides. Oh, 1000 Produktionspunkte. Der Himmel. Der Himmel. So, produziere Dachbalken. Alles klar, das könnte ich doch jetzt mal machen, da ich jetzt Holz gemacht habe schon. Jetzt ist die Frage, was ich zuerst mache. Ich mache erstmal die Gebäude fertig und... Was ist das hier? Kapitalisten ansiedeln. 75, wie viel habe ich denn schon? Ich habe erst 24. Das ist die Sache, was ich zuerst mache. Mache ich erst diese Quest oder diese Quest? Ich finde, wir sollten erst diese Dachbalken-Quest machen. Jetzt ist die Frage, wie viel ich da herstelle direkt. Wir haben ja schon einen Haufen Holz hergestellt. Ah, komm, wir machen erstmal diese Häuser hier fertig, weil ich finde, die Häuser müssen auf jeden Fall fertig gemacht werden. Zack, zack, zack. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen Holz vorproduziert, extra. Damit wir das auch schaffen hier. So, jetzt gucken wir mal, ob noch Holz übrig ist, um Dachbalken herzustellen. Ja, ist noch übrig. Kostet 100 Produktionspunkte. Machen wir das doch mal direkt. Kann ich hier eine Menge einstellen? Nein, das geht nicht. Start. So, und im zweiten Werk machen wir das gleiche. Da gehen wir auch direkt mal in die Vollen. So, als nächstes gucken wir mal in unseren Laden. Okay, hier gehen uns die Tomaten langsam aus. Die können wir wieder ein bisschen füllen. Ausliefern, ja, so 120. Wir haben ja noch 220 im Lager. Das ist ja eigentlich genug. Dann gucken wir hier noch in den Laden, wie es hier aussieht. Der verteilt noch ganz schön. Das reicht auch. Das können wir so lassen. So, und dann können wir auch schon wieder hier XP einnehmen. Eben mal nebenbei. Das ist ganz wichtig. Oh, ich denke, wir werden sogar den Level abschaffen, wenn alles gut läuft. Jetzt schauen wir mal, wie lange die Produktion hier braucht. Die brauchen 59 Minuten. Jetzt können wir doch mal in die Lagerhalle gehen und schauen, wie viel habe ich denn von diesen Dosen noch? Nur noch 5. Das ist jetzt nicht so schlau, dass ich die jetzt noch dafür wegwerfe. So, hier kann ich jetzt Leute einziehen lassen. Und dann nehme ich natürlich auch direkt die Kapitalisten, ne? Das ist ja klar. So, die haben wir jetzt genommen. Es gibt dann auch mehr XP. Sehr gut, sehr gut. Hier werden wir es auch gleich schaffen. Und hier werden wir es auch gleich schaffen. So, jetzt habe ich gehört, um hier diese Stimmung zu erhöhen, muss ich Dekoration pflanzen. Ob das jetzt stimmt, hat mir einer geschrieben. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen Dekoration reinhämmern hier, würde ich sagen. Was kostet denn 500? Das ist ein bisschen exorbitant teuer. Was bedeutet denn, dass da ein Ausrufezeichen dran ist? Ist das für eine Quest entscheidend? Das müsstet ihr mir mal schreiben. Das kostet 500. Ich sollte das aber echt mal machen, oder? Was meint ihr? Wie sieht denn das aus? Das sieht auch noch total beschissen aus, ey. Sollen wir es hier mal hinmachen? 500? Was meint ihr?
Ach, was soll's. Boom. So, ich hoffe, das geht auf die Stimmung. Ja. Ich hoffe es für das Geld. Ich hoffe es. Was kostet mich eigentlich die Landerweiterung? Das würde ich halt auch mal gerne wissen. Okay. Das kostet mich 3.100. Ja, gut, dass ich es jetzt ausgegeben habe, ne? Das war natürlich sehr schade. Oh, hier kann ich einziehen lassen. Da nehmen wir direkt auch die Kapitalisten. Und hier nehmen wir auch die Kapitalisten. Ne? Sehr gut. Oh, Stufenaufstieg. Level up in diesem Let's Play. Jetzt kann ich durch die gesammelte Erfahrung hast du Bürgermeisterstufe 9 erreicht und folgendes freigeschaltet. Oh, sehr schön. Sehr gut, gell? Neue Espresso-Flaschen. Eine Zypresse. Ein ökologisches Reihenhaus. Und 750 Kohle. Sehr schön, sehr schön. So lasse ich mir das gefallen, das Game. Das ist doch wesentlich besser als das letzte Mal schon. So, schön einsammeln. Jetzt gucken wir auch mal schon, wie viele Kapitalisten wir schon haben. Wir haben 33. Ja, da müssen wir wesentlich mehr ansiedeln. Das heißt, wir brauchen auch mehr Häuser. Können wir erstmal das abreißen hier noch. Wir müssen auf jeden Fall mehr Kohle einsammeln, um diese Landerweiterung zu holen. Das ist ganz entscheidend, finde ich. Ja. Wie viel Kohle kriegen wir denn da immer? Das ist natürlich lächerlich wenig, ne? Ja, das ist natürlich echt wenig. Jetzt läuft hier die Produktion noch der Dachbalken. Das ist super. Wenn ich die jetzt beschleunige, dann halbiert die verbleibende Zeit. Das bringt mich aber nicht sonderlich voran. Das werde ich vielleicht nebenbei mal machen, damit wir das nächste Mal auch wieder schön was abschaffen können. Und ich würde sagen, das ist jetzt erstmal genug für dieses Let's Play. Und ich gebe weiter an meine Partnerstadt Fat City von Fat Fred. Ich bin Tim, ich bin raus. Viel Spaß, Freddy. Danke, Tim, für die nette Ankündigung. Hier ist also Fat Fred mit Fat City und naja, wie es aussieht, ist die Stadt noch gar nicht so fett. Ich habe ja auch erst die ersten Minuten gespielt und schau mal, wie ich überhaupt zurechtkomme mit Rising Cities. Oh, offensichtlich kann ich hier erstmal diese Baustelle mal wieder in den nächsten Konstruktionsschritt fortführen. Das habe ich jetzt auch gemacht, sehr, sehr gut und kann hier wieder etwas einsammeln. Miete und Erfahrungen gibt es auf jeden Fall von meinen Malochern, die ich hier habe einziehen lassen. So, hier geht es auch weiter. Klicke auf Werkzeuge. Aha, ich habe also eine neue Aufgabe. Du möchtest ein Gebäude mal verschieben. Kein Problem, mit dem Verschiebewerkzeug ist jedes Gebäude schnell umplatziert. Okay, ich klicke auf Werkzeuge, das ist offensichtlich hier unten, und auf Verschieben und verschiebe ein Gebäude. Das ist also meine nächste Quest. Finde ich gar nicht so schlecht, dass die Quests hier mit sehr kleinen Schritten beginnen, denn das Ganze ist natürlich noch ziemlich neu für mich. Anders als Tim habe ich noch nicht so richtig hier mit diesem Spiel durchgestartet und bin noch ein ziemlicher Anfänger. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass man das hier alles mal erklärt bekommt. Also Werkzeuge, verschieben. Und jetzt verschieben wir mein Gebäude. Dann verschieben wir doch gleich mal dieses Haus hier auf die gegenüberliegende Seite. Da können sich die Nachbarn gegenseitig in die Augen sehen. Aber offensichtlich geht das noch gar nicht. Ah, weil ich noch nicht freigeräumt habe. Deswegen verschiebe ich es dann doch lieber nach da. So, das war's also auch schon. Ich kann mir hier die Belohnung abholen. Das habe ich alles gemacht, ausgewählt, verschoben und fertig. Belohnung, 2 City Credits und ab geht's. Nehme ich gerne mit. So, wie geht's weiter? Rising Cities, klicke auf Spieloptionen und Vollbild an. Ja, das habe ich ja eigentlich schon gemacht, aber ich kann es euch nochmal zeigen, wie das geht. Da ist das und da könnt ihr auf Vollbild klicken. Zack, da sind wir wieder. Sehr gut. So, das habe ich auch gemacht. Und die Belohnung habe ich mir auch redlich verdient. Habe das sogar schon vorher herausgefunden, bevor mir das Spiel das gesagt hat. Okay, raus aus den Optionen. Was ist hier los? Da können wir wieder einen Bewohner auswählen. Wie ist das eigentlich? Ich habe mir das gleich richtig angeguckt. Der Malocher bringt was? Der bringt Produktionspunkte und der Kapitalist bringt Geld. Aha. Na gut, dann lassen wir doch einfach mal einen Kapitalisten einziehen. Dann haben wir auf der Straßenseite die Malocher und auf der Straßenseite sind es dann die Kapitalisten. So, wie sieht es hier weiter aus? Baue das Rathaus fertig und ich muss erstmal ein Wohnhaus für mehr Bewohner bauen. Okay, alles klar. Wie ging das nochmal? Irgendwo ins Baumenü wahrscheinlich gehen oder ins Architektenbuch. Ich schaue einfach nochmal. Da ist es drin, das kleine Fertighaus. Dann wähle ich das mal auf und platziere das. Das mache ich jetzt wieder auf diese Seite. Und das war offensichtlich auch schon mal richtig. Jetzt muss ich das hier einfach nur noch starten. Dann geht es auch schon los. Zwischendurch kann ich wieder was einsammeln und habe auch schon die nächste Stufe erreicht. Bin jetzt Bürgermeister Stufe 3 und habe einen kleinen Surfer-Van freigeschaltet, ein kleines Sägewerk und Bauholz gibt es jetzt auch. Sehr schön, nehme ich alles mit und werde mal schauen, wie es hier aussieht. Okay.
Wähle ein kleines Sägewerk im Architektenbuch und platziere das auf Ackerland. Ja, alles klar, das kriegen wir doch bestimmt hin. Gehen wir hier mal aufs Architektenbuch. Wo ist das Sägewerk? Ich sehe es noch nicht. Wohngebäude, Produktionsgebäude, hier muss es ja eigentlich sein. Da ist es auch. Kleines Sägewerk für 150 Credits, Baukosten. Ich habe 323, das ist also möglich. Und dann werde ich das doch einfach mal platzieren. So, wo geht's hin? Hier ist offensichtlich eine Fläche, wo es geht. Dann werde ich es auch hier gleich mal platzieren. Zack, Sägewerk ist in der Mache. Konstruktion starten, 20 Dachbalken, die habe ich offensichtlich. Und dann kann das Ganze auch losgehen. Sehr schön. So, was machen wir hier? Vielleicht nochmal einen Malucher einziehen lassen. Der ist schließlich auf der Seite, auf der Straßenseite, auf der auch die anderen Malucher wohnen, auf der die unterwegs sind. So, wie sieht es weiter aus? Hier kann ich mich schon eine Belohnung abholen. Sehr, sehr schön. Das mit dem Sägewerk habe ich jetzt ja erfolgreich geschafft. Da gibt es sogar Erfahrungspunkte und Produktionspunkte. Nehme ich alles mit. Zack, zack, zack. Und es wird mir auch gleich gut geschrieben. So, was ist das jetzt? Dieser Expresso. Beschleunige den Aufbau der Stadt erheblich mit Expresso. Klingt so ein bisschen wie eine Werbung, oder? Der Expresso-Effekt. Halbiert also die Dauer von Mieteinnahmen, Produktion und Konstruktion, Aufräumarbeiten. Aha, man kann es also benutzen. Muss Button innerhalb des Gebäudes. Aha. Also, mit Expresso beschleunigen wir Dinge, wenn wir hier raufgehen. Da sehen wir das kleine Icon dafür. Das ist ja auch mal sehr, sehr hilfreich. Dann wissen wir auch, wozu das ist. Alles klar. Und jetzt soll ich offensichtlich auch mal das ausprobieren. Mach ich doch glatt. Hier gehe ich zum Beispiel zum Sägewerk und benutze hier den Expresso. Und da haben wir es gesehen. Halbiert die Zeit und jetzt dauert es nur noch 2 Minuten, bis wir dieses Sägewerk fertig haben. Sehr schön. Zwischendurch mal wieder Mieteinnahmen und ja, die Belohnung holen wir uns natürlich auch gerne ab. Sehr schön. So, wie sieht es hier auf? Klicke auf Gestrüpp und starte die Aufräumarbeiten. Okay, das mache ich doch glatt. Das ist bestimmt Gestrüpp. Ja, klicke für Abriss. Hier wollte ich ja vorhin mein Haus hinsetzen, das hat nicht geklappt. Aber jetzt müsstest du eigentlich abreißen können. Mache ich das einfach mal. Start. Und das hat offensichtlich auch schon gereicht. So, das will ich auch noch wegräumen und das auch. Ich möchte nämlich auch hier die nächsten Häuser hinpflanzen. So, okay, wie sieht's aus? Das hat offensichtlich geklappt und wir kriegen wieder Erfahrungspunkte und City Credits. Nehme ich gerne mit. Und wir gucken mal weiter. So, baue das Rathaus fertig. Starte Rathausbau, aber erstmal die Einwohnerzahl 40 erreichen. Wir sind jetzt noch bei 24. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich jetzt weiter Häuser bauen. Mache ich doch. Wie kann man eigentlich Straßen bauen? Habe ich das schon irgendwie herausgefunden oder gemacht? Gucken wir mal. Architekten, Freunde, Rathaus. Architektenbuch. Kann man hier Straßen, Feldweg platzieren? Mache ich doch glatt. Ich möchte hier nämlich ein kleines Rondell erschaffen. Oder erstmal. Ach, da muss ich nur weiter aufräumen. Na gut. Hier weiter kann ich noch gar nicht bauen, aber jetzt habe ich einmal hier eine Runde gemacht. Das ist quasi jetzt der Innenstadtkern, der durch diesen Ring hier abgetrennt wird. Okay, das machen wir also und bauen jetzt weiter Wohnhäuser. Platzieren. Hier ist doch wieder ein schöner Platz. Und da werden wir auch mal wieder 10 Sekunden warten und dann ist es auch schon fertig. So, hier sind die Aufräumarbeiten auch getan. Ja, offensichtlich. Und hier kann ich auch weiter Mieteinnahmen einsammeln. Ist ja ganz gut, dass man immer wieder auch was einsammeln kann zwischendurch. Dann kommt man ja auch nicht irgendwie in eine Mangel. Erscheinung. So, wie auch immer, wir können hier mal wieder einen Kapitalisten einziehen lassen. Soll ja auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalisten und Maluchern entstehen. Sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß noch nicht, auf was ich da achten muss. Das wurde mir hier noch nicht gesagt. Das werden wir aber sicherlich dann noch irgendwann mal erfahren. So, auf jeden Fall erstmal weiterbauen. Hier baue ich noch ein Haus hin. Das setze ich jetzt hier gleich daneben. Und werde auch dort die Produktion gleich starten und mein Architektenbuch mal wieder zücken, um da auch das nächste an den Start zu bringen. Start und bauen. Baut, meine Freunde. Baut. Was können wir hier machen mit dem Sägewerk? Da steht auch irgendetwas. Produktionspunkte verbrauchen, bla bla bla. Aha. Okay. Wie sieht's hier aus? Klicke auf Sägewerk und starte die Bauholzproduktion. Ja, das ist also das, was ich jetzt machen muss. Offensichtlich. Und da klicke ich einfach mal auf Start. Und da sehen wir jetzt auch schon die kleinen Zahnrädchen, die sich jetzt drehen. Das heißt, dort ist das auf jeden Fall jetzt schon fertig. So, Kapitalist und noch ein Kapitalisten. Das sind die, die wir jetzt hier mal einziehen lassen. Wir achten jetzt also auf eine gute Durchmischung. Die Kapitalisten und die Malucher sollen ja auch hier in Frieden und Eintracht zusammenleben. Nicht, dass wir nur die einen auf die eine und die anderen auf die andere Straßenseite machen.
dann wäre das da vielleicht auch nicht so gut. So, also ein Haus brauche ich auf jeden Fall noch. Aber jetzt fehlt mir etwas. Ich kann es nicht platzieren. Weswegen kann ich es nicht platzieren? Mir fehlt irgendwas. Gucken wir nochmal hier hin. Was ist da? Hier ist nochmal eine Belohnung. Ja, die hole ich mir auch erstmal ab. Und jetzt müssen wir aber eigentlich nur noch ein Häuschen bauen. So, gehen wir nochmal hin. Ja, was fehlt mir? Die Baugenehmigung. Die fehlen. Baugenehmigung. Wie bekomme ich die nochmal? Gucken wir nochmal. Blablabla, du kannst so viel, bis du eine Baugenehmigung hast. Sobald du ein Gebäude platziert hast, wird deine Baugenehmigung abgezogen. Aha, wie kriege ich welche? Abriss bekomme ich wieder zurück. Für manche Gebäude kannst du zusätzlich Baugenehmigung im Architektenbuch kaufen. Wie kriege ich denn sonst noch Baugenehmigungen? Das wäre eigentlich auch ganz interessant zu erfahren. Ich würde sagen, wir beenden das Let's Play hier. Und das nächste Mal frage ich Tim, was er mir zu den Baugenehmigungen zu sagen hat. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen und Tim schon eine riesige Stadt hat, dann werde ich mit den weiteren Baugenehmigungen, die ich bis dahin mir hoffentlich besorgen werde, dann die Stadt noch weiter bauen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Let's Play. Euer Fat Fred von fatspielen.de.